Ja, willkommen heute zu einer Reaktivierung meines YouTube-Kanals als Spielephilosoph. Und heute beginne ich mal mit einem kleinen Casual-Spiel. Und ja, es ist ein Free-to-Play-Wimmelbildspiel, was relativ neu, soweit ich weiß, bei Steam erschienen ist. So, das Spiel ist Lost Lands, A Hidden Object Adventure. Das Spiel ist nur in Englisch verfügbar, was aber bei dem Wimmelbildspiel jetzt kein großes Thema ist. Und hier nun die Einstieg in die Storyline. Und ich werde mich in der Zeit ausklinken. Bis gleich. Our story begins long before the first people raised their towns and cities. In times when the world was full of miracles. Nestled among the mountains, a citadel built by elves stood proudly over the land. Peace and well-being prevailed for many ages. Eventually, nobody could remember how their ancestors had come to these lands. The last of the ancient elves fell into a centuries-long sleep. Legend says that one day he would awake and release his people from an evil fate. Finally, a day came when black clouds spread thickly over the elven lands. An ancient evil had come to the world. It was formless, yet whole cities and nations were forced to kneel before its might. Unable to stop the coming of a new era of violence and sorrow, the elves abandoned their lands. It was then that the times of wandering began. The elves set off overseas in search of a new home. Alas, fate did not favor them in this endeavor either. A powerful storm hit them, with waves as high as mountains. Merciless wind and rain tore their ship's sails to pieces. One after the other, the elven ships went down. Only a few survived the storm that night. Fortunately, the ship carrying the sleeping elves' sarcophagus was left intact. The survivors were exhausted and hoped only that their ancient ruler would rise again, as legend foretold. After all, they would need his wisdom if they were to survive in strange lands. Soweit die Einleitung. Und ja, hier befinden wir uns jetzt direkt auf der Karte, in der das Spiel letztlich stattfindet. Da ich aktuell bereits Level 17 erreicht habe, sind einige Regionen, die zum Beispiel hier oben bereits freigeschaltet, die vorher noch teilweise unter einem Nebel verborgen waren. Deswegen ist sozusagen hier schon die komplette Karte soweit sichtbar, aber ich habe halt noch nicht alle Wimmelbildelemente freigeschaltet. Und daher zeige ich euch einfach mal die Teile, zu denen ich bereits Zugang habe und werde dort eigentlich jeweils eine Szene einmal durchspielen. Und ansonsten einfach mal ein bisschen so erklären, ja, was sind so die Elemente im Spiel, wie funktioniert das Ganze. Auch wenn es ziemlich einfach verständlich ist, ist es vielleicht ganz nett, einfach mal den Überblick zu sehen, wie das Ganze in diesem Spiel strukturiert ist. Wie ihr seht, steht auch mein Aufstieg in Kürze bevor. Das heißt, ich brauche nur noch im Endeffekt die 250 Experience Points, um dann aufs nächste Level aufzusteigen. Und beim Levelaufstieg werden immer die Energiepunkte wieder aufgefüllt. Insgesamt gibt es letztlich drei Währungen hier im Spiel. Das eine ist natürlich die Energiewährung, die sozusagen nötig ist, um die einzelnen Spiele freizuschalten. Also hier seht ihr, 35 Energiepunkte werden aktuell für die niedrigste Wimmelbild aktuell benötigt. Das liegt daran, dass ich hier bereits bis zum Level 5, bis zum Mastery Level freigeschaltet habe. Mit jedem Mastery Level steigt sozusagen der Energiebedarf um 5 Punkte. Dafür werden allerdings auch mehr von diesen Dingen, die man dann bekommt, aber das seht ihr gleich, werden dann sozusagen ermöglicht. Während am Anfang, während sozusagen noch kein Level freigeschaltet wurde, behält man immer nur eins von diesen Objekten am Ende eines solchen Spiels, wenn man es gewonnen hat. Während sozusagen mit jedem Level kommt ein weiteres dazu. Also aktuell bekomme ich insgesamt 6 Gegenstände aus der Liste, die hier angezeigt wird, wenn ich das Bildspiel geschafft habe. Aber bevor ich damit anfange, gehen wir erstmal
sozusagen hier die bereits reparierten Elemente durch. Das ist zum Beispiel die Kohlemine, die ich bereits abgeholt habe. Hier werden Steine produziert, die alle 6 Stunden sich erneuern. Hier gibt es eine Quelle, wo man Kisten bekommt. Die werde ich heute noch nicht zeigen, sondern da werde ich nochmal extra vorbereiten, dass ich von jeder Kistensorte dann das zeigen kann. Das gibt es bloß einmal alle 24 Stunden, um dann zu zeigen, wie diese Minispiele, weil jede von diesen Kisten hat ihr eigenes Minispiel, damit das geschafft werden muss, um die zu öffnen. So, das sind Baumaterialien, was auch alle 7 Stunden erneuert wird. Dann habe ich hier unten noch 2 weitere, einmal eins für Waffen, die sind, werden alle 3 Stunden erneuert. Das hier sind Energiebonuselemente, das heißt alle 12 Stunden kann ich nochmal etwas bekommen, was sozusagen meine Energie wieder auffüllt. Da gehe ich auch gleich noch durch. Hier ist es noch eins, wo sozusagen andere Waffen erhalten werden. Wenn man auf einen so einen Gegenstand klickt, dann kann man auch mal sehen, in welchen Wimmelbildszenen oder von welchen Monstern oder aus welchen Kisten kann sozusagen dieser Gegenstand bezogen werden. Das erweitert sich auch nach und nach, weil natürlich nicht alle Gegenstände von Anfang an zur Verfügung stehen. Von den Kreaturen hier, wenn man bereits solche Waffen freigeschaltet hat, die auch über die Wimmelbildszenen freigeschaltet werden, kann man die direkt angreifen. Dann ist immer die Chance da, dass man einen von diesen Gegenständen, die sozusagen bei diesen Figuren angezeigt werden, erhält. Hier ist zum Beispiel ein Ausrufezeichen, weil ich aktuell für die beiden Missionen, die angezeigt werden, noch Muscheln brauche. Das ist an der Stelle etwas, um Kollektionen, gehe ich auch gleich noch drauf ein, sozusagen abliefern kann. Und hier sieht man auch wieder, ich kann das aus diesen Kisten beziehen, eben von dem Wildschwein und aus dieser Wimmelbildszene, die ich allerdings hier auch noch nicht freigeschaltet habe. Die wird erst ab Level 21 verfügbar. Soweit mal eben, wie gesagt, die erste Runde. Das waren Gebäude, die ich repariert habe, so ähnlich wie diese hier. Das ist eben, da fehlen noch ein paar Elemente, bis ich das freischalten kann. Das Schwierigste ist hier aktuell, dass ich noch genügend Nägel bekomme, weil Nägel gibt es auch auf, also letztlich nur in einer Wimmelbildszene und sonst bei diesen Monstern, wo aber die Wahrscheinlichkeit eben ist, die Nägel zu bekommen, weil beim Monster nur einmal ein Teil fallen gelassen wird, recht gering ist. Das hier unten ist auch noch offen. Was ich noch freigeschaltet habe, was ich allerdings nicht mehr anklicken kann, was schon repariert ist, sind die Brunnen. Die, soweit ich weiß, das waren einmal, dass der Energievorrat um weitere 10 Punkte gesteigert worden ist. Das war sowohl hier als auch bei diesen 3 Gebäuden. Hier ist noch einmal die Möglichkeit, 25 Erfahrungspunkte einzusammeln. Die sammle ich jetzt mal noch nicht ein, weil damit ich sozusagen noch möglichst viele 10 spielen kann, bevor ich wieder aufsteige, um einfach noch ein paar von diesen von den Energiepunkten zu verbrauchen, bevor die wieder aufgefüllt werden. Soweit. Ich starte dann einfach mal mit der ersten. Das, was ihr im Vorspann oder vielmehr in der Geschichte, der Videoerzählung für die Geschichte gesehen habt, war letztlich hier diese Forest Cabin. Das ist die erste Startszene, die so ab Level 1 zur Verfügung steht. Noch eine Ergänzung, also die weiteren Quests und so weiter, die nach und nach freigeschaltet werden oder aktiviert werden, bei denen ist es so, da werden jetzt keine großen Videogeschichten erzählt. Das, die sind halt nur so ganz normal mit Text, die dann zum Durchklicken da sind. Und hier sammle ich aktuell noch eine ganze Reihe von Waffen, um diese Mission abzuschließen. Deswegen ist das auch alles noch offen, weil ich habe aktuell erst 11 von diesen Schwertern gesammelt. So, aber wie versprochen jetzt erstmal zur ersten Wimmelbildszene und dort gestartet Explore. So, das eine ist, in dem einen Modus werden eben hier dann nur die Bezeichnungen angezeigt. Handabdruck, der Totenschädel ist gleich daneben. Der Fisch, es ist so, je nachdem wie viele Level ihr sozusagen bereits freigeschaltet habt, hier oben seht ihr, das sind die Points, die Skillpunkte, die ihr sozusagen erspielen müsst, um die weiteren Stufen freizuschalten. Zack, Predator Plant. Zuck dürfte der Krug sein, das Nest, die Leiter, der Kürbis, dann die Axt ist da oben.
Es ist so, dass sich das natürlich, die einzelnen Elemente sind je nach Level, Schwierigkeitsstufe. Also ganz am ersten, bevor ihr das erste Level wirklich freigeschaltet habt oder die erste Steigerungsstufe, sind die Dinger alle an der gleichen Stelle und entweder da oder nicht da. Und es sind auch meistens nur so 5 oder 6, glaube ich, am Anfang, die gesucht werden. So, Page, das, die Schildkröte, Knoblauch und die Flasche, ist das dort. Und jetzt fehlen bloß noch die Shackles. Hier sind noch ein paar Elemente, die, also der Vogel zum Beispiel ist noch nie da gewesen, während so, ja, das Teekessel zum Beispiel sind noch Sachen, die auch teilweise mit auftauchen. Ansonsten gibt es hier immer noch viele Elemente, die zumindest bisher in keinem Wimmelbildspiel angefordert waren, und da es jetzt eigentlich keine Levelsteigerung mehr gibt, ist es unwahrscheinlich, dass so immer, dass alle Elemente noch irgendwie dazukommen. Aber beenden wir das erstmal und dann geht's weiter. So, wie ihr seht, sind hier jetzt die 3 Sterne sozusagen aktiviert worden und die werden jetzt hier zum Master-Aufstieg aktiviert worden, wenn ich eben nicht schon die Maximalstufe erreicht habe. Die erste braucht, glaube ich, 10, 20, 30, 40, 50 ist so die Master-Punkte, die ihr braucht, um das freizuschalten. Kann es sein, dass die 2 nur 15 waren. Mal schauen, bei anderen kann ich euch das noch zeigen, da bin ich noch nicht auf der Maximalstufe. So, hier seht ihr jetzt, welche Sachen letztlich freigeschaltet wurden. Das hier sind Sachen für Collections, die ich euch gleich noch im Anschluss zeige. Hier sind die, das sind Waffen, womit bestimmte Sachen oder halt bestimmte Monster getötet werden können. Also nicht die, die hier angezeigt werden, sondern dort kann das wieder nur gefunden werden. Und das sind wieder Collections-Elemente, die einfach aktiviert sind. Soweit zur ersten Szene. Hier seht ihr jetzt nochmal das. Hier sind auch die Experience, die dann eingesammelt werden konnten, und das Gold. Eben zu den Währungen. Also wie gesagt, die Energiesachen werden automatisch generiert. Eben, ihr bekommt immer 1. Ich weiß nicht genau, was die Originalzeit ist. Ich glaube irgendwas um die 3 Minuten dann, weil am Anfang bekommt ihr relativ schnell Amulette, mit denen sich das halbiert. Und zusätzlich ist neben den Brunnen, die ja es um 10 erhöht haben, haben die Brücken diese und diese, ich glaube 3-mal, das in etwa 10 Sekunden jeweils verringert. Also ihr habt ja jetzt gerade gesehen, 2,45 stand da. Ich hoffe jedenfalls, dass die Zeit auch nicht mit den Levelaufstiegen tatsächlich ansteigt. Mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr auf jeden Fall eben 10 Energiepunkte mehr verfügbar, abgesehen von diesem Bau. Also mit den Gebäuden, die ihr repariert habt, wo auch nochmal einzelne Einheiten jeweils 10 freigeschaltet werden. So wie hier zum Beispiel auch. Wenn das hier repariert ist, werden auch 10 Energieeinheiten wahrscheinlich nochmal freigeschaltet. Hier bin ich noch nicht ganz sicher. Es kann sein, entweder werden die 10 freigeschaltet oder es werden stündlich nochmal 10 irgendwie zusätzlich generiert. Das ist, mal schauen. Genau, die anderen beiden Währungen, bevor ich dann mit dem nächsten Wimmelbild Szene weitermache, nochmal kurz. Das eine ist sozusagen die Premium-Währung, die eben, da es ja Free-to-Play ist, auch erworben, auch gegen Direktgeldzahlung erworben werden kann. Und das ist die Währung, die freigeschaltet werden kann, die frei gespielt werden kann, eben durch die 10 hier, 45, und das andere war 35, die wir gerade schon bekommen haben. Ich zeige euch mal den Store erstmal an der Stelle, weil hier ist, kann ich euch zeigen, das sind die verschiedenen Energizer, die freigespielt werden können. Das hier, wenn ihr euch jeden Tag einloggt, gibt es dann noch sozusagen so Daily Belohnung, und einmal pro Woche gibt es auch diesen 100er. Das andere habe ich jetzt mehrfach schon im Spiel sozusagen als Belohnung bekommen, meistens für bestimmte Achievements. Von denen sind mir jetzt noch nicht viele begegnet. Hier die Kisten, von denen sind mir nahezu alle auch schon untergekommen, die halt hier auch erworben werden können, aber vor allen Dingen auch über Monster und sowas erspielt werden. Wie gesagt, jede von diesen Truhen erhält auch ein eigenes Minispiel. Da werde ich aber nochmal eine zweite Folge vorbereiten, in der ich die dann alle sozusagen nacheinander zeige. Und auch so ein paar Strategien, wie ich mit diesen jeweils Minispielen umgehe, weil manche sind dadurch doch recht schwierig, zumindest in der vorgelegten Zeit zu bekommen. So, das hier ist das Amulett, was sozusagen am Anfang, wo ich glaube ich schon 2 oder 3 von verbraucht habe, wo ich jetzt halt keine mehr aktuell habe.
die eben die Energiezeit halbieren. Und ja, den Ring habe ich, den habe ich aktuell, aber den habe ich noch nicht eingesetzt, weil bisher ich mit den Zeiten eigentlich ziemlich gut zurechtkomme. Wenn man sich erstmal an die 10 gewöhnt hat, braucht man eigentlich dort, also kommt man normalerweise ziemlich gut zurecht, alle Objekte jeweils zu finden. Die, ja, das ist einfach, wenn man es hat und eine Weile spielen will, kann man das natürlich einsetzen, einfach um die XP zu beschleunigen. Das eine sind die Quests, also das hier an der Seite, was allerdings inzwischen schon recht lange dauert, und das hier ist dann für die Locations, davon habe ich glaube ich noch kein Objekt bekommen. Gut, da bereite ich mich gerade vor, weil ich eben Waffen sammle und dafür dann versuchen möchte, wenn ich, bevor ich das Amulett einsetze, möglichst viele Waffen zu haben, damit ich dann noch etliche Kreaturen sozusagen erwischen kann. Soweit hier die Amulette, die halt irgendwelche Chancen verbessern oder erhöhen. Das sind alles Sachen, die man auch im Spiel freischalten kann. Hier ist mal ein Objekt, das auch gegen Geldwährung intern gekauft werden kann. Das andere muss alles, müssen die Diamanten vorbezahlt werden. Aber hier kann man auch schon mal nachgucken. Das kann man sich ganz normal freispielen. Also wer sich einfach Zeit lässt, kann diese Objekte jeweils bei bestimmten Wimmelbild-Szenen als Belohnung erhalten, die dann dort einfach in der Liste auftauchen. Viele sind noch gar nicht freigeschaltet, also zum Beispiel hier, da bekomme ich noch gar nicht angezeigt, wo das eventuell mal herkommt, weil ich das einfach noch gar nicht freispielen kann, beziehungsweise sind, glaube ich, auch die Eintrittstüren für bestimmte Wimmelbild-Szenen, die ich dann auch noch freispiele. So, hier bei den Tools ist es jetzt schon häufiger, da kann man noch einiges, eben diese beiden Sachen zumindest gegen Gold kaufen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kaum nötig. Und hier ist noch der Night-Modus. Da hat man sozusagen eher so eine Art Taschenlampe, mit der man die Szene nicht komplett sieht. Das heißt, das ist relativ schwierig, wenn man die Szene noch kaum kennt und nicht weiß, welche Gegenstände da wo eventuell liegen. So, das hier sind dann wieder jetzt Elemente, die für die Collections sind. Die Collections zeige ich euch gleich. Dann gibt es halt eine ganze Reihe. Und gut, hier hinten kommt dann das Baumaterial, was dann eben für die Reparaturen benötigt wird, was man auch hier dann kaufen kann. Und ja, die Waffen kann man generell gegen eben diese freigespielten Goldmünzen kaufen. Das heißt, das kann man also entweder hier kaufen oder beziehungsweise direkt dann, wenn man irgendwelche Dinge nicht mehr hat, weil einem die ausgegangen sind. Mal gucken. Also jede Kreatur hat ihre eigene Waffe, die freigespielt werden muss. Am Anfang sind vor allem eben hier die Cave-Kobolds und die Wildschweine verfügbar. Und ich glaube, der Rabe kommt noch relativ, nee, ich glaube, der kommt auch später. Also nach und nach kommen hier halt sozusagen immer mehr Kreaturen. Es sind immer zwei Kreaturen von jeder Sorte unterwegs. Wenn ihr eine gekillt habt, taucht die halt irgendwo dann wieder neu auf, damit die weiterhin bespielt werden kann. So, das ist soweit die Übersicht, wie das sozusagen aufgeteilt ist. Also aus meiner Sicht bisher war es nicht notwendig, irgendwelche Goldstücke irgendwelche Diamanten auszugeben. Die konnte man sich einfach bisher erspielen durch Levelaufstiege. Ich glaube, 6 oder so bekommt es bei jedem Levelaufstieg. Und es gibt auch 6 oder also eine bestimmte Anzahl, die in diesen einmal in der Woche mit diesen 7 Tagesbelohnungen. Die steigern sich nicht weiter, die fangen dann nach 7 Tagen wieder von vorne an. Erstmal mit Gold und dann eben mit den Diamanten. So, hier die Collections, die sozusagen von Anfang an dann einfach Gegenstände sind, die gesammelt werden können. Die Elfen-Ruder-Collection hat eigentlich ziemlich früh angefangen. Erstaunlich ist, dass die noch gar nicht komplett, also ich noch gar nicht komplettieren kann, weil diese beiden Objekte, wie ihr seht, sind noch nirgendwo sichtbar. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen Objekten, die bereits in bestimmten Wimmelbild-Szenen auftauchen können, sind die beiden noch nicht freigespielt. Hier, wo Complete draufsteht, da habe ich schon mal mindestens eine, oder wahrscheinlich ist das, wird das auch direkt mitgezählt, also ich habe bisher nur eine davon abgeben müssen, um eine bestimmte Mission zu erfüllen und dann eben entsprechend die Belohnung erhalten. Das ist sozusagen, hier seht ihr auch, dass da auch mal eine Kiste mit dabei sein kann. Hier ist Energieelemente, die dafür bekommen werden. Hier unten ist auch immer schön die Übersicht, ob ihr theoretisch schon alle Elemente dafür habt, aber das heißt nicht, dass ihr die abgeben könnt, sondern dafür braucht ihr eben diese Zusatzteile, die an verschiedenen Szenen immer mal wieder benötigt werden. Das sind ja teilweise auch Elemente, die für die Reparatur von Objekten und Gebäuden benötigt werden. Also seht, hier sind schon viele komplettiert worden, aber die meisten kann ich gar nicht erneut abgeben, weil eben hier noch Zusatz Sachen fehlen. Das ist eine, die ich zum Beispiel abgeben kann.
aber das ist jetzt im Moment noch nicht so spannend. Was ihr euch überlegen könnt, ist letztlich diese Collections, so wie jetzt hier zum Beispiel, aufzuheben, und wenn ihr knapp, also gerade ausgespielt habt und alle Energiepunkte verbraucht habt und knapp unter dem nächsten Aufstieg seht, kann es sich durchaus lohnen, einfach damit dann den nächsten Aufstieg zu beschleunigen, um dann eben die Energie, das Energielevel wieder aufzufüllen. Also hier gibt es noch etliche Szenen, die sozusagen, oder irgendwelche Collections, die noch freigespielt werden können. Soweit die Collections. Achievements, da habe ich mich eigentlich noch gar nicht weiter durchgeschaut oder durchgeklickt letztlich, was da alles an Optionen da ist. Ihr seht schon, ich habe schon eine ganze Menge Kisten geöffnet und bin damit schon auf der 5. Stufe, das heißt, hier gibt es keine Belohnung mehr. Umgekehrt kann ich hier also noch einige Belohnungen erhalten und mir Dinge freischalten. Also das ist im Endeffekt die Anzahl, wie oft ihr schon was angeschaut habt. Genau, das sind die unterschiedlichen Modi, weil der erste Modus war ja jetzt mit den Bezeichnungen. Silhouette ist dann der andere Modus. Okay, das ist jetzt die Frage, ob das dann bedeutet, dass ich tatsächlich sozusagen verloren habe. Wobei ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, es ist einfach die Frage, ob man das hier schon mal eingesetzt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal eins verloren habe. Aber naja, ich hoffe, die Statistiken werden schon passen. Mal gucken. Ja, Kristalle habe ich bisher 2 ausgegeben. Ich erinnere mich nicht mehr genau wofür. Ich glaube, ich habe irgendwas ausprobiert. Ich habe irgendeine Schleife oder sowas gekauft. Energizer, das ist eben das, was man eben in der wöchentlichen Belohnung auch einmal bekommt. Auf jeden Fall seht ihr, dass hier noch eine ganze Menge Achievements auf mich warten. Auch hier die 300 sind aber erst dann Stufe 3, das heißt, auch die sind in 5 Stufen vorhanden. Das heißt, da ist noch lange zumindest Motivation da, die Dinge zu vervollständigen und zu ergänzen. Ja, das ist genug für die Achievements. Ah ja, genau, mal die Options anschauen. Euch mal kurz reinhören lassen, wie denn eigentlich die Musik hiervon ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Musik generell sich verändert oder ob die, weil ich die eigentlich grundsätzlich ohne spiele, die Effekte und so weiter sind ziemlich gering. Also man hört ein bisschen Hintergrundgeräusche, Vögel, Schwärme oder sonst irgendwas. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal weiter an. Einfach so ein bisschen zur Hintergrundbemalung. So, also die Forest Cabin ist auch die, eben gesagt, die erste, die freigeschaltet wird, mit der ihr auch zu tun habt. Und die habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Das heißt, ich gehe jetzt weiter zur Fisherman's Hut. Wie ihr seht, die steigen auch generell um 5 Punkte an oder um zumindest einen bestimmten Anteil an. Weil hier ist es so, also auch wenn die um 5 Stufen schon gestiegen ist, das heißt auch schon 5-mal um 5 Punkte angestiegen ist, war das auch von Anfang an schon etwas höher eingestuft. Aber auch zur nächsten Szene und eben den Fisherman's Hut einmal zu zeigen. Okay, hier haben wir jetzt wieder die Bezeichnungen und ich gehe jetzt einmal durch. Den Teapot ist dort. Hatchet ist die Axt, die, also wenn ihr die sozusagen die Szenen ein paar Mal gespielt habt, dann wisst ihr, dass hier, also hier ist sie ja jetzt auch, ich glaube, hier kann sie ab und zu mal liegen, sie kann da hinten irgendwo rumstehen. Aber ich gehe jetzt erstmal die durch, die Peitsche. Das sind auch Objekte, die sozusagen in mehreren Szenen immer wieder auftauchen, das heißt, da ist der Wiedererkennungswert relativ hoch. Hier ist es lustig, die Flask, also hier ist im Endeffekt, das ist die Bottle, das ist die Flask. Die Flask hat man ja vorhin in der ersten Szene auch schon. Die Laterne, der Anker, der dort drum liegt, Korn liegt diesmal auf dem Igel. Mal gucken, also das ist jetzt der Skorpion, mal gucken, ob die Krabbe auch gleich kommt. Der Skorpion ist, also mal liegt er hier, mal ist er da oben und diesmal ist er da hinten. Also die Punkte, an denen die auftauchen können, sind sozusagen immer ziemlich gleich. Die Schuhe, die Pilze. Und hier ist es sehr spannend, die Slingshot. Fällt mir jetzt der deutsche Name gar nicht ein. Auf jeden Fall, die hängt jetzt hier oben. Aber hier seht ihr auch, das ist eine Stelle, wo die auch recht häufig ist. Dann kann sie noch hier drüben liegen. Das Einzige, was mich wundert, warum die hier sozusagen immer als matte Darstellung bleibt. Aber da oben ist sie halt diesmal. So, das Bucket ist der Eimer dort mit Wasser. Die Flöte liegt heute im Baum.
Schere, den Sack, den hatten, ich weiß gar nicht, ob wir den vorhin auch hatten, Handprint und die Muschel da drüben. Ja, also die Bottle kommt diesmal nicht dran. So, der Frosch hängt da hinten rum und jetzt fehlt bloß noch der Bogen. So, da ist der Speer, der ist an ein paar Szenen auch noch vorhanden. Okay, da ist, dann ist der, ja, drüben ist er diesmal. Weil eben das hier und das hier sind noch typische Stellen, wo der Bogen auftaucht. Deswegen, wenn ich manchmal an der Stelle rumsuche, wo das Ding ganz offensichtlich nicht ist, dann ist es einfach deswegen, weil ich es gewohnt bin aus regelmäßigen Wiederholungen, dass es da auftaucht. Hier haben wir jetzt wieder eine Waffe bekommen, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Die war, wenn ich mich richtig erinnere, für den Raben. Und ja, und ansonsten seht ihr einfach hier, das sind Collections-Elemente, die sind im Moment ziemlich aktiv, deswegen bekomme ich ziemlich viele von diesen Fischen. Vor allen Dingen in dieser Szene sind da mehrere von denen freigeschaltet. Ja, soweit sozusagen die zweite Szene. Jetzt mache ich mich gleich auf. Die dritte ist die Old Town. Die ist insofern wichtig, weil es hier nämlich diese Nägel gibt, die irgendwie auch immer mit zu den knappsten Bauelementen gehören. Und ja, gehen wir gleich in die nächste Szene und explore. Ja, jetzt habe ich gleich schon hier den Nachtmodus. Also ihr seht, dass ihr dann halt nur einen ausgesprochenen Bereich habt. Wenn ihr den schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr so in etwa, in welchen Ecken sozusagen potenziell diese Dinger liegen, so wie der Bogen dort jetzt war. Die Pilze sind hier, die Tankard ist da drüben oftmals. Tankard ist es da, ist es gar nicht. Okay, der Knappsack ist der Rucksack, das Seil liegt immer hier vorne irgendwo rum, den Kürbis habe ich gerade gesehen. Ja, Tankard war der Becher, stimmt. So, der Quiver war hier vorne rechts, die Sonnenblume ist da oben, die Leiter lag auch schon da vorne im Baum, Machete liegt auch hier vorne rum, Trank, genau, das war die Kiste. So, die Krabbe ist diesmal aufgemalt, das ist auch, manche Objekte wechseln sozusagen von direkt bunt in irgendwie so eine Schatten aufgemaltes Teil. So, die Kanone ist da hinten, die Maus sitzt hier vorne. Der Käfig, der ist auch da drüben. So, hier ist jetzt, genau, ich habe ja euch vorhin gezeigt, das ist die Flask, das ist die Bottle. Und diesmal ist die Bottle gefragt. So, den Tierabdruck haben wir schon gesehen. So, das Bärtel ist da oben. Die Shackles haben wir auf jeden Fall auch in der ersten Szene gehabt. Hier sind sie wieder. Und jetzt ist noch der, also vorhin war ja der Bogen und jetzt ist der Crossbow, das heißt diese Armbrust, das ist das hier. Und soweit sind wir komplett. So, jetzt habe ich wieder einen von diesen Fischen noch, der in dieser, eben auch in diesem Wimmelbildspiel gefunden werden kann. Kronleuchtelemente. Ja, wir haben einmal Nägel bekommen, das ist sehr schön. Da kann ich jetzt mal gucken, ob damit eine Baustelle abgeschlossen werden kann. Weil aktuell habe ich ja nicht mal allzu viele davon offen. Das eine ist zum Beispiel hier hinten, da gibt es dann noch Bonuselemente, okay, da fehlen noch insgesamt dreimal Nägel und dann könnte man das aber auch. Hier kann man auch, das ist auch eine Möglichkeit, wo man letztlich Geld ausgeben kann, weil die Nägel kosten ja im Endeffekt zwei Diamanten pro Stück, es würden halt die drei dann ersetzt werden und dann könnte man das direkt freischalten. Aber da es sich sowieso freispielen lässt, ist es aus meiner Sicht jetzt nicht notwendig. So, hier sind fast alle Sachen eben schon komplett. Außer dieser Behälter, und den kriegt man leider vorwiegend nur durch die Kreaturen und natürlich durch die Kisten. Das heißt, der lässt sich wenig durch Wimmelbildspiele aktivieren. So, hier fehlt noch ein Seil und ein Messer und noch zwei weitere Nägel. Und hier unten fehlen noch drei Nägel, fünf von diesen Holzelementen, von den Hammern fehlen auch noch eine ganze Menge. Also da gibt es noch einiges zu tun, also so schnell kann ich da jetzt nichts weiteres fertigstellen. Eine von den Windmühlen, das war auch eine Baustelle, genauso wie das Feld, womit man sozusagen einfach Boni im Spiel freischalten kann. So, das war jetzt das Old Town. Als nächstes ist, denke ich, die Farm freigeschaltet worden, das ist sozusagen Stufe 4. Hier seht ihr, da bin ich jetzt aktuell noch dabei, die fünfte Stufe freizuschalten. Da bin ich jetzt erst bei 9 von 50 und dann seht ihr jetzt gleich mal, wie die Punkte sich dann auswirken. So, der Knochen, der liegt auf dem Stuhl rum. Okay, hier ist nämlich schon, der Bow ist eben auch eine Schleife, die hängt hier beim Teddy rum. So, die
Pepper Schote, das Horn, das ist so ein kleines gebogenes, das liegt hier drüben. Das Schief ist so ein Getreide, da steht's. So, Grapes sind die Weintrauben, die irgendwo dort im Busch diesmal rumliegen, die Springbohnen, der Pinienkern, den habe ich doch auch gerade eben schon gesehen, da unten ist er. Das Korn hat man auch gerade schon gehabt in der anderen Szene, dort ist es wieder. Also wie gesagt, einige, wenn ihr euch schon ein bisschen eingewählt habt, sind viele Sachen schnell leicht wieder zu erkennen. Hier ist die Schaufel, die Spitzhacke ist da drüben. Da sehen entweder zumindest ähnlich aus oder sogar ziemlich identisch. Die Komp war das mit diesem Haargesteckteil. Handprint ist wieder hier drüben einer. So, der Korb fehlt noch, der Quiver wieder. Und das Hufeisen da drüben. So. So, hier seht ihr jetzt schon, ist ein anderes Element, was letztlich für eine andere Collection gebraucht worden ist. Genauso wie das hier. Jetzt sind hier wieder zwei Waffen und das ist wieder für bei Dings, genau, zur Reparatur. Genau, hier seht ihr jetzt, ich habe jetzt nur fünf Elemente bekommen, das heißt eins für das Vervollständigen und jeweils eins für die vier Level und eben hier von 9 auf 12 ist jetzt mein Level gestiegen. Das heißt, es dauert noch eine ganze Weile, bis ich hier eben auf 50 angestiegen bin, um das sozusagen abzuschließen. So, das soweit zur Farm. Sammeln wir mal wieder alles ein. So, es sind noch ein bisschen über, das heißt noch 64 Punkte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Managerie, ich denke, mal gucken, 50 Einheiten. Und das andere ist nämlich hier oben noch die Stone Quarry mit 45 und 60. Also da sieht ihr auch so ein bisschen, wie die Reihenfolge wahrscheinlich war. So, 45. Dann mache ich jetzt erstmal noch die hier weiter, die mir im Endeffekt nur 50 einbringen und damit sozusagen noch nicht den Aufstieg ermöglichen und dafür aber auf jeden Fall noch 45 verbrauchen. So, also als nächstes die Stone Quarry halt. Steinbruch, genau. Hier seht ihr jetzt einmal das andere. Das heißt, es ist nicht mal mit Bezeichnung, sondern eben mit den Schattenumrissen. Das heißt, da muss man dann auch schon ein bisschen wissen. Also die meisten sind ziemlich gut zu erkennen, bei manchen ist es ein bisschen merkwürdig dargestellt, weil dann die Position oder der Umriss nicht ganz passt. Also Schlüsselbund, den Knapsack, den Rucksack ist wieder da. Die Peitsche liegt hier drüben. Das sind die Sporen, die hängen hier drüben. So, die Pickaxe ist hier ganz zentral. Die Spinne ist hier vorne rechts. Oftmals ist sie auch hier drüben. Genau, hier vorne links, weil normalerweise ist sie hier oben rechts. So, der Wagen ist eins von dem Hintergrund dort drüben. Der Tannenzapfen, Kiefernzapfen. So, die Glocke. Glocke, die ist hier aufgemalt, ist sozusagen nicht als direktes Objekt sichtbar, obwohl es natürlich alles nur ein zweidimensionales. Die Pfeife, das Fass und der, das hier ist zum Beispiel der Käse, ist also kein Stück Torte, sondern ein Stück Käse von unserer Maus, die zum Beispiel da sitzt. Mal gucken, ob sie auch noch gesucht wird. Das hier ist auch, wenn man es ein bisschen weiß, das ist der Edelstein. So, hier ist zum Beispiel, wo sich die Position hier eben nicht trifft mit dem Umriss, was das Objekt hat, aber das ist dieser Eimer hier drüben. Genauso wie die Kanone, die sind halt dann einfach verschoben dargestellt. Hier ist es zum Beispiel recht verdeckt, das heißt, wenn man ist es dann schwieriger, die Objekte wiederzufinden, aber es soll ja durchaus auch ein bisschen herausfordern. Das heißt, das ist dieser Rundtopf. So, da hinten ist die Schleuder, die jetzt gesucht wird. Die Laterne soll noch, die hängt auch hier, ist ziemlich zentral. Manchmal sieht man selbst das Zentrale gerade nicht. Hier hinten ist noch die Axt, unsere Maus ist jetzt auch, soll gefunden werden. So, jetzt haben wir noch die Gießkanne und die Machete. Die Machete ist hier drüben und die Gießkanne hängt dort hinten. So, damit ist einmal der Steinbruch abgeschlossen. Wie ihr seht, habe ich den auch schon so oft gespielt, natürlich, weil es hier auch die Steine gab und so weiter. Um bestimmte, seht ihr, einmal Steine haben wir bekommen und einmal Kohle. Kohle ist etwas, was ich jetzt gleich zeige, das sind dann die
einzelnen Elemente oder einzelne Bezählen, die man dann sozusagen noch notwendigerweise spielen muss. Also hier braucht man 2 Kohle. Das heißt, man muss schon 2-mal die Stone Query spielen, wenn man die manuell freischalten will. Aber ihr seht ja, ich habe schon 25 davon liegen. Das heißt, ist überhaupt kein Problem. So, jetzt gucke ich mir gleich mal eins aus, wo ich möglichst viele Punkte noch hiervon sozusagen nutzen kann. Das heißt, hier brauche ich 60. Für die Stronghold brauche ich 55 und das ist zum Beispiel eine, die noch nicht freigeschaltet ist. Das heißt, dieses Element ist für mich aktuell noch nicht verfügbar. Das heißt, da brauche ich noch ein höheres Spiellevel, bevor ich das in irgendeiner Wimmelbildszene dann finden kann oder eventuell durch eine Mission wahrscheinlich freigeschaltet wird. Die Shipyard kostet auch 60. Okay, dann ist es egal. Das heißt, ich kann die Shipyard oder die Forge hatte nicht, Stronghold auch nicht. Managerie hatte auch 50, das heißt, die machen wir dann danach. Das heißt, ich gehe jetzt in die Zwergenhöhle und spiele da weiter. Also hier sind letztlich noch 3-mal, wenn ich mit 9 Punkten da rauskomme, nötig, um dann hier auf Level 3 zu kommen. Das heißt, aktuell werde ich nur 3 Belohnungen bekommen. Hier sieht man auch, also hier kann ich auch die Kohle freischalten. Die ist nicht nur auf ein Wimmelbildspiel beschränkt. So, das Schwert steht hier drüben, das Nest ist in dem Fall dort unten in der Mitte. Also allein mit jedem Level wird letztlich eben eine Variation freigeschaltet, wo sich die Objekte jeweils befinden können. Eben der armierte Handschuh, der Bow ist hier wieder der Bogen, der da drüben steht. Der Bogen, der Besen steht auch hier drüben. Der Sack, sozusagen dieser Mehlsack ist hier drüben. Die Schlüssel am Regal, die Slingshot, Schleuder ist das, dort vorne. Hatchet, die Axt, das ist dort hinten. Der Lizard ist die kleine Eidechse. Die Maus sitzt da hinten. Die Laute ist dort oben neben der Schlange. Und die Snake ist gleich die nächste. Candelabrum, also der Kerzenhalter, ist dort. So, die Flask ist jetzt wieder das, was man sich umhängen kann, also so diese Wanderflasche. Casket ist so eine kleine Schatulle. Der Hammer liegt hier vorne in der Werkzeugkiste. Das ist auch lustig, weil hier sind zwar jetzt so ein paar Spitzhacken, aber das da hinten war ja eh eine andere. Und die Mausefalle da drüben. So, damit ist es auch vollständig mit 18 Elementen. So. Und jetzt könnt ihr gleich wieder sehen, okay, noch ein Achievement, das heißt, ich bekomme noch eine Kiste als Belohnung und ein Levelaufstieg. Also hier seht ihr, also 5 Diamanten bekommt ihr sozusagen mit einem Levelaufstieg. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal ist. Auf jeden Fall alles wieder voll, 300 Energieeinheiten, eben waren es ja noch 290, also 10 Einheiten habe ich wieder dazu bekommen. So. Mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr wieder so eine Special Offer, die irgendeinen Rabatt auf irgendwas darstellt und seht, was sozusagen in dieser Kiste da ist. Einfach nochmal so ein paar Energiesachen, aber okay, 2 verschiedene, da sind dann noch sozusagen von jeder Kiste was drin. Aber nein, danke, brauche ich jetzt nicht. So, das ist die Kiste, die ich gerade bekommen habe. Wie gesagt, Kisten werde ich heute nicht machen. Ich werde mich ein bisschen auf die Elemente konzentrieren. Jetzt werde ich auch es ist nur ein kleiner Bonus, sind nur 25 Punkte, also 25 Experience Points, was letztlich bei über 6000 Punkten, die jetzt für das nächste Level gebraucht werden, nicht viel ausmacht. Aber das hier kann man sich im Endeffekt jede Stunde abholen und ist auch wieder interessant, einfach wenn man kurz vor dem nächsten Aufstieg liegt und seine Energiepunkte alle verbraucht hat. So, die beiden da oben haben wir jetzt durch. Dann zeige ich jetzt mal noch die beiden, wo letztlich hier schon Fleisch benötigt wird, um letztlich spielen zu können. Und damit die nächste Wimmelbildszene. Okay, jetzt haben wir wieder Nachtmodus. So, den Sattel. Okay, das ist wieder ein bisschen... Ja, immer erstmal gucken. Okay, da drüben ist der Sattel. Die WIP war die Peitsche. Ist immer lustig, dass manche Sachen immer so ziemlich dicht nebeneinander liegen, aber das liegt wahrscheinlich auch immer da. So, die Clover ist dann wahrscheinlich weiter da drüben. Also das Kleeblatt ist das.
Die Juk ist wieder dieser kleine Wasserkrug. Die Rose, nein, das ist nicht die Rose, da hinten ist die Rose. Der Fireplace, das ist zum Beispiel etwas, was auch immer sehr schlecht in diesem Schattenbildmodus zu sehen ist, weil der einfach nur so ein runder Kreis ist. Und wenn man den noch nicht gesehen hat, dann ist das schwierig zuzuordnen. Jetzt ist die Frage, weil normalerweise ist der hier hinten in manchen Sachen. Okay, machen wir erstmal das Skelett. Die Radieschen, da sind die Moorrüben, die gibt es in der ersten Möbelszene. Die Radieschen, wo sind die Radieschen? Okay, ich sehe sie aktuell noch nicht. Naja, okay, den Wagen, den Butterfly-Net. Meine Güte. Okay, Butterfly-Net ist dort. Die Radieschen da, genau, hier vorne vor der Nase. Die Laute habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Genau, die liegt auf der Bank, das Buch daneben. Ja, wo der Wagen ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Naja, okay. Direkt hinter dem Grünzeug, eben wie gesagt, manchmal ist das Offensichtlichste am schwersten zu sehen. So, der Besen steht direkt neben dem Ding dort, neben dem Rechen. So, die Eule, der Sack, Eule ist hier vorne. Hier ist auch noch eine, genau, die Spitzhacke, aber nicht die Axt, die dort gesucht wird. Okay, Schildkröte. Ja, jetzt muss ich langsam mich ein bisschen sputen. Okay, die Quelle ist das hier aufgemalte. Das ist der Kranz. Genau, das ist der Fireplace gewesen. Okay, wie ihr seht, jetzt komme ich langsam in die Sache, wo ich letztlich nur noch einen Stern weniger bekomme. So, jetzt fehlt uns aber nur noch die Axt, bevor wir das Ganze abschließen können. Ah, da oben ist die Axt. Okay, ja, schöner Vorführeffekt. Jetzt seht ihr gleich, dass man dann nur zwei Sterne bekommt, was natürlich ein bisschen schade ist, weil es dann länger dauert, bis man die nächste Stufe freigespielt hat. Okay, ist das eine Waffe? Ne, ist eine Collection. Okay. Soweit sozusagen zur Szene von der Menagerie, von der Vorführung. Wie gesagt, viele Sachen werden nach und nach durch Missionen freigeschaltet, bevor man darauf Zugriff hat. Okay, als nächstes mache ich dann die Schmiede, wo man letztlich die Kohle braucht. Und schauen mal, dass das ein bisschen zügiger geht. Also, fangen wir mit dem Pferd an. Hat sich da jetzt auch schon wieder was aufgeändert? Ah, da hinten ist das Pferd, okay. Die Schere. Okay, das ist dieses Tablett. Das ist das hier vorne. Die Weintrauben, oder die Beeren sind das. Das sind Beeren, keine Weintrauben. Die Chilischote haben wir hier auch wieder irgendwo rumliegen. So, dann die Maus noch. Die steckt da hinten. Schlüsselbund und... Ja, schauen wir mal, wo die... Da ist die Schere, okay. Da unten liegt ein Schlüsselbund. Also es ist gut, wenn man die Objekte zumindest schon mal gesehen hat. Hier ist der Magiestab und sowas. Okay, der Rechen ist das. Doch, das ist der Rechen. Da hinten ist das die Kiste. Feuerholz ist dieser Stapel, dieser unförmige Stapel dort. Ja, hier an der Seite. So, den Fußabdruck haben wir schon da. Den Kelch auch hier. So, jetzt fehlt nur noch die Schote. So, wo ist die Schote? Okay, sie ist nicht sichtbar, also nicht direkt da, sondern sie ist im Endeffekt nur aufgemalt. Hier nochmal kurz als Info, das ist ein Hilfsmittel, womit man sozusagen ein Objekt angezeigt bekommt, wo es ist. Das ist, will ich nochmal nachgucken dann, wie ich das jetzt auslöse. Und das hier ist die nochmal um eine Minute verlängern, also wird die Zeit angehalten, oder 30 Sekunden. Ich schaue gleich nochmal, was die Objekte machen. So, jetzt sind wir hier auch bei 15. Dauert aber eben auch eine Weile, bis da der nächste Levelaufstieg klappt. So. Genau, die Forge. Das heißt, da habe ich jetzt alles durch. Als nächstes noch die Stronghold. Das ist sozusagen jetzt das vorletzte. Das vorletzte Wimmelbildspiel, was ich euch zeigen kann. Also, dass ich bereits freigespielt habe. Hier, wenn ich es zumindest schaffe, sozusagen in Time das Ganze aufzulösen, dann werdet ihr sehen, wie dann der Levelaufstieg stattfindet.
Also, auf in die Stronghold. So, die Rose steht direkt vor der Nase. Die Weintrauben, die Birne ist dort drüben. So, der Fisch liegt auch direkt auf dem Tisch. Die Weintrauben hängen da oben auf der Fahne. So, der Wagen, die Brieftasche, die pfeifenden Rohre, also der Dudelsack. Ein Speer, Leiter, Hut ist im Endeffekt dieses Stoffteil gemeint. Ein Pferdeschuh ist irgendwie das Hufeisen und ein normaler Schuh steht da unten unter dem Tisch. So, die Bottle ist eben wie gesagt das, was in diesem Weidengeflecht drin ist. So, ein Skorpion ist hier nur aufgemalt, ist also nicht direkt sozusagen als Element da. Das Boot liegt da oben. Die Pfeife ist dort, ein Schloss noch und eine Axt da hinten. So, damit sind wir komplett und dieses Mal gibt es einen Levelaufstieg. So, Level 3 freigespielt. Jetzt seht ihr von 30 jetzt auf 40. Es dauert also ziemlich lange, dann die höheren Level jeweils freizuspielen. Also da lernt man die Szene schon ganz gut kennen, wenn man die so oft gespielt hat, bis man die, ja, bis man das nächste, die nächste Stufe wieder erreicht hat. So. Genau, dafür gibt es dann wieder noch eine Information. So, alles einsammeln. Und dann die letzte Szene, die ich euch zeigen kann, die bisher. Die Steinquarry habe ich euch schon gezeigt. Ja. So, also die Shipyard, Graveyard ist sozusagen das letzte. Ihr seht, da habe ich. Nein, ich habe die jetzt nicht nur einmal gespielt, weil ich habe Level 1 schon freigeschaltet, was ja 10 Punkte braucht. Wie ihr seht, Level 2 braucht 15 Punkte, dann waren es 30, 40, 50, glaube ich, so in der Dreh. Da könnt ihr euch ein bisschen zuordnen, wie lange es jeweils braucht, um die einzelnen freizuschalten. Und hier müsst ihr eben auch wieder dann solche Münzen freispielen, die ihr eben in diesen Wimmelbild-Abschnitten bekommt. So, also auf in die letzte Runde für heute. So, eine. Ist das eine Lupe? Oder ist das der Spiegel oder die Bürste? Da hinten ist die Lupe, okay. So, die Krabbe kenne ich schon aus verschiedenen anderen. Der Oktopus ist ziemlich groß. So, diese Kiste hat man ja auch gerade in dem anderen erst, in der Schmiede. So, die Muschel, der Kaffeegrinder, der Kaffeemühle, die Schere lag doch da auch gerade schon. Ne? Da ist auch direkt der Schuh daneben. So, die Maske hängt hier oben. Das Ruder ist hier hinten versteckt und dann gleich dort das Fernrohr dazu und das da dürfte der Helm sein, der da vorhin auch zu sehen war in dem anderen, aber nicht da oben, nicht der Helm. Genau. So, damit ist die Szene auch schon komplett und ja, eben hier gibt es nicht viel Bonus, weil ich habe bisher erst ein Level freigeschaltet, es gibt nur ein Material dazu. Oder ein Objekt und ja, damit ist das komplett. Ah, wie schön. Jetzt taucht gleich noch der Daily Bonus heute auf. Da könnt ihr gleich dann sehen. Also das ist sozusagen die Reihenfolge, die immer wieder freigeschaltet wird nach 6 Tagen und danach beginnt es wieder von vorne. Eben zweimal Gold, dann dieses Objekt hier. Ah, okay. Also der Sack ist dazu da, dann wird alles automatisch eingesammelt. Das heißt, da könnt ihr sozusagen eine Szene ziemlich komplett überspringen. Ich glaube, das ist nicht nur das, was gerade angezeigt wird, sondern es sind alle, wirklich alle Elemente, die in der Szene zu sammeln wären. So, dann eben eine Kiste und heute gibt es Diamanten. So 6 Stück dann. Und hier ist eben dann dieser Tortenkuchen, der oder diese Platte, die 100 Energie wiederherstellt. So, dann zeig mal, die 5 Diamanten sind wir schon, also 6 Diamanten sind wir bei 111. Soweit für heute. Das ist sozusagen das Inventory mit den ganzen Waffen für die verschiedenen Sachen. Das entspricht den einzelnen Teilen. Genau, das ist ja das, was ihr vorhin gesehen habt. Also die Location wird für 30 Sekunden eingefroren, genauso wie die Sachen hier, die sozusagen einfach durch Freispielen erhalten habe. Ihr seht auch, okay, hier seht ihr es nicht. Mal gucken. Okay, hier steht ja zumindest nichts, dass die direkt freigespielt werden können, aber ich denke auch durch Kisten und so weiter kann man die erhalten. Das hier ist eben wie das Fleisch und so weiter, das sind die Notwendigkeiten, um irgendwo reinzukommen, um die Sachen spielen zu können.
Die Amulette, wie gesagt, ich habe die beiden noch verfügbar, die ich aktuell noch nicht genutzt habe. Und im Kisten habe ich jetzt aktuell nur diese hier, also nur drei von, ich glaube, fünf waren es oder sieben. Nochmal in den Shop gucken. Also die vier und die drei, also genau sieben Kisten, sieben verschiedene Kistenvariationen gibt es. Die werde ich für ein nächstes Video vorbereiten, dass ich eben alle Kisten zusammen durchspielen kann. Vor allem brauchen wir halt auch entsprechend Zeiteinheiten, die jetzt auch schon zu knapp wären, um die alle zu zeigen. Auch wenn ich hier jetzt noch 30 Energiepunkte jeweils restaurieren kann. Also die Energizer verwende ich eigentlich fast immer sofort, weil das lohnt sich jetzt nicht wirklich, die aufzusparen. Und also hier bloß mal zum Zeigen, also die brauchen eben dann auch Energiepunkte, 25 ist noch relativ wenig. Ich glaube, hier sieht man auch, dass, genau, dass, welches Minispiel sich sozusagen andeutet. Aber wie gesagt, darauf gehe ich dann später nochmal ein und mache dafür eine eigene Folge. Ja, so viel für heute, für die erste Folge zur Wiederbelebung meines Kanals. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch informiert, hat euch Spaß gemacht. Viel mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Also mir macht das Mimmelbildspiel immer wieder recht viel Spaß, einfach die Objekte zu suchen. Und ja, ich hätte mir gewünscht, sowas hätte es früher schon gegeben, als ich Englisch lernen musste, weil mit diesen ganzen Objekten und den Namen, die man dann immer wieder im Wechsel hat zu diesen Teilen, wäre das natürlich sehr praktisch gewesen. Da gab es dann einen Grund, sozusagen zumindest die Objektnamen, Substantive und so weiter zu lernen und dann die Objekte hier drin zu finden. Also, auf ein nächstes Mal und bis bald. Tschüss.